Jo Leute, was geht ab? Zu einem neuen Video meinerseits und die Kamera ist irgendwie komisch eingestellt. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Folgende Sache, die wir nämlich heute machen werden. Und zwar, ich habe, ihr seht es wahrscheinlich jetzt heute schon. Ja, ich will mir neue Spiegelreihen machen. Und zwar nämlich stören mich die alten relativ gut. Ich kann es auch einmal demonstrieren, warum. Wenn ich mir einmal die Spiegel einstellen möchte, brauchen wir nicht drüber sprechen, kackt mir das ganze Ding ab. Deswegen werden wir auf jeden Fall Highsider ran machen. Ich will die hier am Ende hier dran machen und dann einmal nach oben klappen. Boah, Christian, hätte man das aber auch nicht machen können. Also erstmal machen wir die Schrauben hier einmal komplett ab. Ich drehe das mal einmal komplett ab. Ich hab das Gefühl, die haben da irgendwie Loctite oder irgendwas drauf gebrettert. Naja, wäre aber mal ein Wunder, wenn das mal funktionieren würde, weißt du, wenn ich das vorhab. Okay, nee, ohne Witz. Und zu knicken, das Ding ist so fest. Ja. Nach links musst du es drehen, du musst es in die Richtung jetzt sehen. Ja. So festgedreht? Weil das Gewinde fast sicher auch. Das, was ich vorhatte, weißt du, ich wollte mal zeigen, wie man es nicht macht. So, okay. Ich werde jetzt mal die. Wir sprechen nicht drüber. Ich werde jetzt die Endkappen abnehmen, die hier dran sind, weil am Ende sollen nämlich die Adapter hier rein. Ich meine, die müssen dann am Ende reingefädelt werden. Normalerweise nehmt ihr einen Schlüssel. Es kann auch gerne mal fester sein, sollte fester sein. Und dann kann man das einfach rausdrehen. Und nach 10 Stunden hat man es auch irgendwann mal geschafft. Dass man die Kappen verlieren. Könnte halt auch sein, aber. So, das sind so Momente, die hasse ich. Aber gut, es muss ja immer bei mir immer so funktionieren. Also, folgende Sache, wenn euer Lenkerdurchmesser ein wenig dünner sein sollte, dann habt ihr normalerweise diese zwei Teile. Also ihr habt jetzt quasi das hier drüber. Ich krieg das natürlich jetzt nicht auf, weil die Kontermutter da jetzt drauf ist, die das Ganze auseinanderdrückt. Habt ihr jetzt hier quasi einmal einen dünneren Stab. Also so kriegt ihr das jetzt einmal dünner hin. Also das haben die schon ein bisschen schlau gemacht. Okay, jetzt kommen die eigentlichen Spiegel dran. Also wie gesagt, es muss gerade so, dass es gerade so raufpasst, dass es ein bisschen Anpressdruck dran hat. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer bei der XSR 700, beziehungsweise bei manchen Motorrädern. Ja, weil die nämlich hier so ein Gewinde drin haben, das hakt natürlich an allen Stellen. Ah, es ist so ein richtig professionelles Video heute, ich merke das schon wieder. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for that new way. So Leute, wir machen jetzt mal einen kleinen Vergleich. Und zwar nämlich zu so, nach unten, hinzu. Warum muss das immer so schwer sein? Weißt du, Motorrad kaufen kann auch einfach sein. Weißt du, es gibt Leute, die sind zufrieden mit ihren Bikes. Und dann gibt es solche Leute wie mich. Zu so. Und ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, das wäre einfach nur kaufen, anbauen, fertig. Nein, ist es nicht. Ihr wollt das definitiv noch 10-mal ausprobieren. Oder wir machen es halt so. Ne? So sieht es halt irgendwie noch am ehesten Retro aus, aber naja. Also Leute, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr so sagt, was euch am besten, also wenn ihr jetzt ein Motorrad so in der Form jetzt irgendwie die Spiegel an der XSR 700 oder generell rangebaut hättet, ja, was ihr dazu sagt, irgendwie so, welche Spiegel eigentlich am besten wären, in welcher Position. Ja, ich denke mal, wir machen es selber nach unten. Also wir sind jetzt dabei, nach oben sieht es aus wie ein Panda-Bär, so ein bisschen wie Mickey Mouse oder sowas, ne? Also, wir lassen es, wir machen es nach unten, dann sieht es besser aus. Es ist definitiv 1000-mal eine Verbesserung zu den alten Spiegeln. Ich wollte es jetzt eigentlich ein bisschen retromäßig haben, aber naja, so ist das manchmal. Ja, so sieht es jetzt aus. Es ist auf jeden Fall jetzt soweit fertig. Ich denke mal, das war es jetzt erstmal. Nein, Endergebnis seht ihr jetzt. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen jetzt soweit. Ich hoffe, mit meinem Kanal, also jetzt hier mit diesem kleinen Projekt. Ich meine, das ist jetzt kein großer Umbau. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen kürzeres Video. Deswegen dieses kleine Update hier auf jeden Fall vom Projekt Banane. Da kommen auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen auf euch zu. Auch größere Umbauten, wo ich auf jeden Fall mit einer Werkstatt nochmal sprechen muss, wie ich das auf jeden Fall nochmal umbaue. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Loopy Rider. Macht's gut.